Hey Siri, enable aimbot. Target locked. I lost my best friend to 23. She left her body in Harvard above me. I saw no shadow, I looked around. It's every building and home that I found. I saw no shadow, but felt the glow. The warmth inside me kept me afloat. Felt like heaven, I found my bones. It gave me comfort. Einfach Partnerlook mit Echo-Skin. Nein, Spaß, aber vertraut mir, das wird der neue Drip. Wenn ihr jemals einen YouTuber oder Streamer mit so einer Brille auch sehen solltet, kommentiert bei ihm, wieso hast du Z-Max seinen Drip geklaut. Und ich will dieses Video auch so ein bisschen dafür nutzen, um mal wieder mit euch nach langer Zeit ein bisschen Real Talk zu führen. Wie beschreibe ich euch jetzt am besten meine Gefühle? Kennt ihr das, wenn ihr so viel zu sagen habt und einfach nicht wisst, wie ihr euch ausdrücken sollt? Genauso fühle ich mich gerade. Ich werde aber versuchen, alles so gut wie möglich zu erläutern. Ihr müsst euch vorstellen, ich mache jetzt seit fast über einem Jahr Daily Uploads. Heißt, ich habe Fortnite-Content-Videos durchgespielt mit Bonus-Level, wie Monte jetzt sagen würde. Wobei, das einzige Bonus-Level, was mir noch fehlt, ist die Road to Pro mit einem Clan. Denn meines Erachtens hat es noch kein deutscher Content-Creator geschafft, ein etablierter, angesehener Pro-Player zu werden. Heißt, das ist sozusagen die Königsdisziplin. Und ihr wisst selber, wenn ich mir eine Sache vornehme, way yo, ich höre dann nicht auf, bis ich mein Ziel erreicht habe. Ich sag euch ganz offen und ehrlich, ich bin so ein Mensch, ich liebe einfach Herausforderungen. Und wisst ihr, was ich noch mehr liebe, wenn ich dann so eine kranke Community wie euch habe, die einfach jedes Video liken. Falls ihr immer noch nicht geliked habt, lasst ein Like da, Mann. Wir haben gerade 8.29 Uhr. Seht ihr dieses süße Gesicht? Wenn ihr mich auch mit 2 Jahren süß fandet, dann lasst jetzt ein Like und ein Abo da. So, ich sag, ich mache einen Clan, direkt Zehntausende von Bewerbungen, direkt halbe Pro-Player-Szene slidet in meine DMs. Also wirklich danke dahingehend nochmal vom ganzen Herzen für den Support bei meinem VVS-Clan. Jetzt kommt aber der Hauptgrund, wieso ich mit euch darüber rede. Denn es gibt gewisse Fortnite-Pros, die weniger Earnings haben, als ein Hartz-IV-Empfänger im Monat bekommt und meinen, mich memen zu müssen, beziehungsweise sich über mich lustig zu machen. Ich werde jetzt keine Namen nennen, weil ich keinen Hass erzeugen möchte, beziehungsweise will, dass ihr irgendjemanden hatet. Glaubt mir, ich habe schon genug Hate bekommen und ich wünsche sowas niemandem, das ist echt nicht schön. Und sich so über meine ersten Cup-Videos lustig machen kann. Und dann erstelle ich auf einmal einen Clan und dann machen die Leute, die hinter meinem Rücken sich on-stream zum Beispiel oder so über meine allerersten Cup-Videos lustig gemacht haben, eine Bewerbung und wollen meinen Clan joinen. Ich weiß, dass ich kein Competitive Player bin und ich weiß, dass ich auch noch in der Anfangsphase bin und sehr viel lernen muss. Aber wieso ist man dann nicht so korrekt und sagt einfach, ey, schau mal, das und das kannst du besser machen? So, ich sag nichts. Die meisten Pros, mit denen ich geschrieben habe oder die auf mich reagiert haben, waren mies korrekt und haben mir auch so versucht, Verbesserungstipps zu geben. Aber dann gibt's da diese Möchtegern-Pros mit ihren 1000 Dollar Winter Royale Earnings, die meinen, gegen mich schießen zu müssen und sich über mich lustig zu machen. Bruder, ich mach das einfach nur, weil mir langweilig ist. Weißt du, wie ich meine? Du versuchst richtig verbittert, Pro-Player zu werden, machst dich über mich lustig, weil ich genau dasselbe wie du versuche. Nur, Bruder, wenn ich nicht Pro-Player werde, wie gesagt, ich hab ein Backup. Ich hab fast 600.000 Menschen, die hinter mir stehen und täglich meine Videos schauen. So, ich könnte jetzt die ein oder andere Bombe platzen lassen und Sachen raushauen, was man wirklich nicht über die Fortnite-Pro-Player-Szene gedacht hätte. Aber am Ende heißt es wieder, Z-Max will irgendwie Beef anzetteln oder so. Deswegen, wie gesagt, ich werde keinen Namen nennen. Ich will mit diesem Video einfach nur sagen, dass egal wie viele Menschen sagen, ey, Bro, du bist nicht so gut in Fortnite und so, ich werde trotzdem durchziehen. Und wer weiß, wo ich dann in einem halben Jahr stehe im Gegensatz zu euch. Was ich im Endeffekt mit diesem Video eigentlich sagen will, was so die Message ist, anstatt so viel über mich zu reden, was quasi mir noch mehr Hype bringt, noch mehr Aufmerksamkeit bringt und
wodurch ich noch mehr Geld verdiene, investiert diese Kraft doch lieber in euch selber und versucht einfach in Fortnite zu practicen. Ich wette, jeder, der dieses Video schaut, hat einen Traum. Von den meisten von euch, der Traum ist es einfach, Pro-Player zu werden. Deswegen fangt endlich an, täglich zu ackern, denn nur mit harter Arbeit kommt ihr an euer Ziel und ihr braucht unbedingt das richtige Mindset. Verschwendet nicht eure Zeit damit, irgendwie so toxic zu sein und euch über andere lustig zu machen, oder ruht euch nicht auf euren paar hundert Dollar Earnings aus und sagt dann, wenn ihr in 101 verliert, ich habe 500 Dollar Earnings, Bruder, was hast du? Ich könnte auch jedes Mal raushauen, wenn ich sterbe, ja, Bruder, ich bin eh krasser als der, ich mache 30k im Monat. Sowas ist einfach cringe, Mann. Ich weiß noch ganz genau, Februar 2019, ich habe mir an meinem Geburtstag geschworen, ich werde jetzt richtig krank mit YouTube durchziehen und die 100.000 Abos im März knacken. Was ist passiert? Ich habe mit Videos durchgezogen und im März einfach 100.000 neue Abonnenten dazu bekommen und nicht nur die 100k, sondern direkt die 200k voll gemacht. Und damals hat auch jeder zu mir gesagt, ey Bruder, das ist unmöglich, so hör lieber auf mit YouTube, es macht keinen Sinn mehr. Aber wenn ihr ganz fest an eure Träume glaubt und endlich anfängt durchzuziehen, dann vertraut mir, werdet ihr euren Traum auch irgendwann mal erreichen. Denn schaut mal, was für kranke Möglichkeiten ihr habt. Es gibt einfach auf der Konsole einen Daily Trio Cup, wo ihr einfach mit euren beiden Kollegen komplett durchziehen könnt und im besten Fall werdet ihr vielleicht Erster, holt Earnings und könnt euch dann einen PC holen und entwickelt euch noch weiter. Wisst ihr, wie ich meine? Jetzt denken sich die meisten so, ey Bruder, wahrscheinlich werde ich Earnings holen, was denkst du? Bruder, vertrau mir, alles ist möglich. Zieh einfach durch, Mann. Und vertraut mir, ich werde auch komplett durchziehen und euch nicht enttäuschen und erst aufhören, wenn ich ein einigermaßen anerkannter Pro-Player werde. Und ey, auch wenn ich es nicht schaffen sollte, nehme ich dann auf jeden Fall sehr viel Erfahrung mit und ich kann wenigstens sagen, ey, ich hab's wenigstens versucht, Mann. Und wenn es klappen sollte, dann habe ich die Hater ein neues Mal wieder so vom Gegenteil überzeugt. Und wundert euch nicht, wieso ich so defensiv spiele. So, ich wollte einfach ein bisschen Real Talk raushauen. Und wenn ich die ganze Zeit fighte, kann ich mich halt nicht konzentrieren. Und dann weiß ich nicht, was ich sagen soll. Und ich hoffe, ihr habt die Message ein bisschen verstanden. Nice, Mann. Einfach ohne Kill-Win geholt. Denkt dran, Leben ist zu kurz für negative Vibes, Mann. Verfolgt eure Träume. Falls ihr neu auf dem Kanal seid und mich auf jeden Fall auf der Road to Pro unterstützen wollt, lasst gerne ein Abo da. Wirklich nochmal fettes Dankeschön für den kranken Support in letzter Zeit. Beste Community und tschüss.